Die Partie Victoria 89 gegen die U23 des 1. FC Union zog 1159 Zuschauer ins Stadion Lichterfelde. Unions Nachwuchstrainer Robert Jasper konnte sich wie zweimal schon zuvor über Unterstützung aus dem Profilager freuen. Zum Beispiel Björn Koplin, Christopher Quiring und Erol Zenolaju. Erstaunlich gut startete Unions Regionalligist, 6 Punkte aus 2 Spielen und mit 7:3 Toren zuletzt wurde sogar Nordhausen 3:1 besiegt. Aufsteiger Victoria startete mit 2 Remis, 1:1 gegen BRK und 2:2 in Halberstedt. Verantwortlicher Trainer. Ja, Robert, Sie kamen als Tabellenführerin zum Ostpreußendamm. Es fehlten eigentlich nur 12 Minuten, nicht? Und dann war der Sieg wieder da. Da haben Sie völlig recht, es fehlen heute 12 Minuten. Das ist bedauerlich, aber Victoria hat sich auch dieses Unentschieden redlich verdient. Das muss man auch mal sagen, die waren kämpferisch präsent, sie haben auch nicht aufgegeben und im Großen und Ganzen muss man sagen, war es dann auch verdient. Wenn wir Sie schon mal am Mikrofon haben, was ist denn das Ziel und was haben Sie sich vorgenommen mit der zweiten Mannschaft des 1. FC Union? Ja, naja, das ist eine Ausbildungsmannschaft, das ist bekannt. Wir wollen natürlich versuchen, den einen oder anderen Spieler in den Profikader reinzubringen. Aber ich sage meinen Spielern auch, gewinnen macht mehr Spaß als verlieren. Und wenn wir natürlich in der Tabelle möglichst oben spielen können oder im oberen Gefilden, dann ist es natürlich für alle gut. Das heißt, das nach dem ersten Spieltag ist nicht das Endergebnis am Ende der Saison. Nein, wir wollen natürlich auch besser sein als im letzten Jahr. Da waren wir, glaube ich, auf dem 12. Tabellenrang. Ich habe ausgegeben, dass wir einstelligen Tabellenplatz gerne hätten am Ende der Saison. Aber nun stehen wir ein bisschen weiter oben und solange das so ist, dann wollen wir das auch so beibehalten. Ja. Sagen Sie doch mal so ein bisschen, wer herausragt. Ja, wir haben zurzeit eine sehr gute junge Mannschaft. Die sind bestückt auch mit Spielern aus der letztjährigen A-Jugend, die aufgestiegen sind in die Bundesliga. Unsere beiden Stürmer, der Turgay Usan, der kommt von Wolfsburg, der A-Jugend, die sind deutscher Meister geworden. Das ist ein talentierter Stürmer. Der Pascal Wedemann kommt aus unserer A-Jugend hier von Union. Genauso Sven Reimann auf der 6. Das sind ganz junge Kerle mit 19 Jahren. Und ich verspreche mir natürlich auch unser Linksaußen, den Markus, der ist, hat zurzeit auch eine ganz herausragende Form. Und zum Teil trainieren auch manche in der Woche mit dem Uwe Neuhaus. Also sie wurden auch eingeladen, die Spieler. Das ist für sie immer ein großer Anreiz. Die Tatsache auch, dass der Uwe heute hier war, das ist auch Motivation genug für die jungen Spieler. Das können Sie tatsächlich noch mal bestätigen. Die Kommunikation mit Uwe Neuhaus ist hervorragend bei Ihnen. Die ist hervorragend. Ja, wir haben eine ganz große Transparenz zwischen Profiabteilungen der U23 und auch der A-Jugend. Das ist wirklich ganz hervorragend. Ja, Union arbeitet zeitgemäß. Was ja auch der Präsident der Zingler Sportik bestätigte. Der Verein hat kapiert, worauf es ankommt und ist voller Tatendrang.